Schröder mit Appell an Herbert. Dennis Schröder hat sich im Interview mit dem Kicker über die Kaderzusammenstellung für die Olympischen Spiele in Paris geäußert. Ich glaube, wenn man zum ersten Mal den Weltmeistertitel holt, kann und darf man eigentlich nichts ändern, appellierte der Kapitän der Nationalmannschaft an Bundestrainer Gordon Herbert. Obwohl die USA um LeBron James, Steph Curry und Co. in Bestbesetzung anreisen, glaubt der 30-Jährige, dass mit dem deutschen Kader nichts unmöglich sei. Wenn wir unsere Leistung bringen, können wir trotzdem jeden schlagen, bilanzierte der Netzspieler. Schröder machte sich außerdem für einen Basketballer als Fahnenträger stark. Wenn nicht jetzt ein Basketballer, wann dann wieder? Wir haben den WM-Titel geholt, argumentierte der Point Guard. Ein Abschied aus der Nationalmannschaft nach Olympia kommt für ihn unterdessen aber nicht in Frage. Schröder wolle demnach wie Nowitzki vor ihm noch lange für das DBB-Team auflaufen. Mosley verlängert langfristig. Jamal Mosley verlängert seinen Vertrag als Trainer der Orlando Magic bis 2028. Das gab die Franchise aus Florida am Dienstag bekannt. Jamal und sein Trainerstab machten nicht nur diese Saison einen großartigen Job, sondern seit wir sie 2021 eingestellt haben, begründete Magic-Präsident Jeff Weltman die Entscheidung. Der Vorstand des Teams nannte unter anderem Mosleys Vorbereitung und Arbeitseinstellung als weitere Gründe für die Verlängerung. Vor seiner Einstellung als Headcoach der Magic sammelte der 45-Jährige Erfahrung als Assistenztrainer bei den Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers und Dallas Mavericks. 2021 übernahm er als Trainer der Magic für Steve Clifford. Aktuell steht sein Team auf dem 5. Platz in der Eastern Conference. Embiid-Rückkehr verzögert sich. Joel Embiid muss nach seiner Meniskus-OP weiter auf sein Comeback warten. ESPN-Reporterin Ramona Shelburne berichtete am Dienstag, dass die Genesung des amtierenden MVPs länger als die anberaumten 6 bis 8 Wochen dauern würde. Er ist im Moment noch nicht so weit, dass er zurückkommt, aber er ist in der Lage, auf das Spielfeld zu kommen und hier ein wenig zu arbeiten, sagte Shelburne bei NBA Today. Demnach soll man in Philadelphia die Hoffnung haben, im Playoff-Rennen zu bleiben und Embiid in der letzten Woche der Regular Season zurückzubringen. Dadurch soll er die Chance bekommen, zumindest ein bisschen Kondition für die Playoffs aufzubauen. Der 29-Jährige hatte sich am 30. Januar beim Spiel gegen die Golden State Warriors am Meniskus verletzt und fällt seitdem aus. Curry in die Politik? Steph Curry hat bei einem Auftritt bei CBS Mornings angedeutet, in Zukunft möglicherweise in die Politik gehen zu wollen. Auf die Frage, ob er sich eine Karriere in der Politik oder sogar eine Kandidatur als US-Präsident vorstellen könnte, antwortete der Warriors-Superstar: Vielleicht, ich habe ein Interesse daran, jeden Teil meines Einflusses so gut wie möglich für das Gute einzusetzen, machte Curry deutlich. Der 35-Jährige machte dabei auch klar, dass er zwar nicht Präsident werden wolle, aber die Politik eine Option für ihn wäre, wenn sie für ihn ein Weg sei, sinnvolle Veränderung zu bewirken. Seitdem er gedraftet wurde, engagiert sich Steph in Oakland für wohltätige Zwecke und sprach vor allem während der Black Lives Matter-Bewegung offen die Probleme in den USA an.